Ich zeige euch in diesem Video, worauf ihr bei dem Kauf einer solchen wunderschönen Fensterbank achten solltet, selbst wenn ihr keinen solchen Ärger habt wie hier im Hintergrund, wie ihr es dennoch elegant lösen könnt und welche Fehler beim Kauf einer solchen Fensterbank gemacht werden können, sowohl bei der Matratze als auch bei der Bank selbst. Und natürlich ärgert man sich dann jahrelang darüber. Das könnt ihr vermeiden. Und natürlich erfahrt ihr auch, wo ihr solch eine seltene Fensterbank samt Matratze herbekommt. Hey, in diesem Video geht es natürlich rund um unsere Fensterbänke von Greenville. Im Amerikanischen nennen die sich Windows Seat. Und solch ein Windows Seat seht ihr bei mir im Hintergrund. Und natürlich fragt man sich, warum mögen denn so viele Menschen genau so eine Fensterbank? Warum sitzen alle so gern darauf? Ja, und das führt ganz weit zurück in unsere Evolution, bereits vor 1,2 Millionen Jahren, als noch die Urzeitmenschen gelebt haben. Und diese haben bereits in den Höhlen gelebt und gern hat man natürlich, oder was heißt gern, es ist ganz normal gewesen, dass man die Höhle im Hintergrund hatte, was hier natürlich das Haus ist. Das Haus ist im Hintergrund und der Höhleneingang, dort hat man gesessen und konnte das ganze weite Feld beobachten, konnte Feinde sehen, konnte Tiere sehen, die man jagen konnte. Und das ist einfach eine Tradition genauso. Also nicht eine Tradition, ist falsch gesagt, das ist einfach bei uns geprägt. Unsere Urinstinkte sind so, wie wir Flucht haben und Angriff haben in unseren Urinstinkten. Und so, wie wir gern ins Feuer schauen, ins offene Feuer und auch vor dem Kamin sitzen können und nur die Flammen beobachten können, das gibt uns im Körper eine gewisse Monotonie. Das heißt, wir werden nicht beschallt von allen möglichen Sachen, sondern es ist ein Zurückkommen zu sich selbst, ein Bewusstsein, was das Ganze vermittelt von einem selbst. Und diese Urinstinkte vermittelt auch so eine Fensterbank, denn so wie früher die Steinzeitmenschen in den Höhleneingängen gesessen haben, den Schutz der Höhle hinter sich und vorn das freie Feld zum Beobachten, genauso haben wir diesen Urinstinkt hier mit der Fensterbank, was man vermittelt bekommt. Das kann man gar nichts dafür, man ist selber nicht frei in den Entscheidungen, sondern das ist einfach in unseren Genen angelegt und das ist halt seit Millionen von Jahren so und das ist heute noch so und deswegen liebt jeder diese Fensterbank ganz natürlich von sich aus und es haben wenig Häuser, haben sowas, bei uns hat fast jedes Haus, eigentlich kann ich sagen, jedes Haus hat solch eine Fensterbank und die Leute genießen es. Ja, das ist die Geschichte mal, wieso das überhaupt so eine Emotion in uns hervorgeht, warum man so gern da sitzt. Wie könnt ihr nun so eine Fensterbank installieren? Ich habe euch hier jetzt ein Muster davon gezeigt und das ist, wenn ich einen Erker habe. Also ein Erker ist eine Ausbuchtung von einem vom Haus. Das heißt, die Amerikaner sagen dazu auch Bay Window, also auch ausgebuchtetes Fenster. Und wir nehmen das natürlich gerne bei unseren Häusern, weil die Häuser von außen nicht nur dadurch schöner aussehen und interessanter aussehen, sondern weil sie innen eben so perfekt sind. Und es gibt für ganz viele Sachen kann man so ein Bay Window benutzen, sowohl in der Küche eben oder eben auch als Sitzerker oder nur als Erker. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Aber hier haben wir jetzt mal einen ganz klassischen Erker, so heißt das im Deutschen, Erker sagen wir dazu. Das ist ein ganz traditioneller Begriff. Das heißt, ich habe die Wand, die Hauswand, die eigentlich hier durchgehen müsste, ist einfach um etwas erweitert und etwas ausgebuchtet. Und das geht natürlich entweder in rund oder in viereckig. Ich habe hier was ganz Klassisches in viereckig. Diese Bank wird auch genutzt als Erweiterung, wenn man einen Esstisch hat. Dann können hier natürlich viele Menschen dran sitzen. Aber hier erklärt es sich ganz gut, was man alles beachten muss. Also jetzt dazu mal zum Erker. Wir haben diesen Erker jetzt hier so, wie er ist, von der gesamten Länge, weil natürlich hier auch viele Menschen dann dran sitzen sollen, weil hier ein Esstisch davor steht, haben wir sehr groß gewählt. Wenn ihr das mehr gemütlich haben wollt, dann ist die beste Größe eines Erkers, wenn ihr zweimal einen Meter habt, also ungefähr 2,40 Meter, dann ist es mehr so eine Kuschelecke. Und was natürlich auch toll aussieht, wenn ihr nur ein einzelnes Fenster habt, zum Beispiel, wenn ihr oben Dachschrägen habt im Obergeschoss
und habt einzelne Fenster, die als Gauben oben rausgehen, dann macht es sich auch total toll, wenn man nur für ein Meter Fenster eine kleine Fensterbank hat. Ist sehr beliebt in Kinderzimmern. Kinder lieben es, weil sie können natürlich gleichzeitig alles verstauen. Das ist auch hier so. Natürlich geht hier alles zu öffnen. Es gibt die zwei Varianten. Entweder man macht das Ganze mit, also als Truhe, dann kann es praktisch nach oben geöffnet werden. Oder das Ganze kann natürlich auch mit Schubfächer nach unten geöffnet werden. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch, wenn ihr es nicht viereckig habt, sondern wenn ihr es rund habt, dann kann sowas genauso eingebaut werden. Muss man ein bisschen mehr beachten. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesen eckigen Sitzärgern. Wer jetzt nicht solch einen Erker zufälligerweise hat, wer natürlich für uns ein Haus kauft und ein Haus baut, dann sind diese Erker direkt richtig passend in das Zimmer, wo sie hineingehören, ausgearbeitet, dann ist es gar kein Problem. Aber wer jetzt so etwas nicht hat, der kann sich künstlich so einen Erker herstellen. Ich blende euch das jetzt auch in verschiedenen Bildern einmal ein. Das bedeutet, ich habe die Sitzbank in der Mitte und rechts und links einfach ein Bücherregal oder einen anderen Schrank und so erzeuge ich künstlich diese Nische und das kann dann genauso als Fensterbank genutzt werden. Aber nochmal, bevor wir zur Matratze jetzt kommen. Welche Größe oder welche Höhe sollte eine optimale Fensterbank haben? Also, wenn ihr hier das Ganze 45 cm hoch macht, also es sollte so sein wie ein Stuhl, also wenn ihr die Fensterbank 45 cm hoch macht und darüber kommen dann 6 cm Matratze, dann ist es eine optimale Höhe. Man kann einen Tisch ranziehen und kann dort gleichzeitig essen am Tisch. Dann kann das Ganze funktionieren wie eine Bank, auf der, mit dem man als Sitzplatz zum Essen nehmen kann, als auch genauso eine Bank gemütlich zum Relaxen. Dann passt beides. Es gibt unterschiedliche Sachen. Das kann sein, dass die Fenster nicht alle diese Brüstung haben. Diese Fensterbank jetzt hat eine Brüstung genau auf der Höhe von 45 plus der Matratze bedeutet dann, dass ich etwa bei 51 cm bin von der Sitzhöhe und das ist noch im Bereich des Optimalen. Höher sollte sie auf keinen Fall sein, weil dann ist es unangenehm, weil die Füße nicht mehr hochreichen. So, und bei der Fensterbank ist es jetzt ganz wichtig, welche Brüstungshöhe hat denn das Fenster? Wenn das Fenster jetzt unter 45 ist, also noch tiefer ist, dann wird es sehr schwer, etwas Gemütliches zu machen, weil man doch dann sehr tief auf der Erde sitzt oder lebt. Das ist unangenehm beim Aufstehen. Wenn es etwas höher ist, geht das genauso. Also wenn ihr zum Beispiel in der Küche so einen Esserker macht und habt dort solch eine Sitzbank als Fensterbank und macht Matratzen drauf, da kann es durchaus etwas höher sein, weil dann kann man sich noch anlehnen. Wobei es aber hier auch nicht problematisch ist. Es ist einfach schön, wenn man hier sitzt. Das muss ich euch erklären, wenn man hier sitzt und man hat jetzt diese Einbuchtung vom Fenster noch und hier ist nicht Wand, habe ich mehr Bewegungsfreiheit. Das heißt, die Sitzfläche an sich ist zwar nur 50, aber die Bewegungsfreiheit, die ich hier habe, ist eben 60. Und dadurch fühle ich mich nicht eingeengt. Wenn ich jetzt eine Wand habe, ist das viel schmaler und funktioniert so nicht. Deswegen ist es gut, wenn die Fenster bei so einer Sitzbank nicht so hoch sind, sondern tief sind. Und es gibt natürlich auch eine Höhe, bei der das dann schwierig wird zu gehen. Also das habe ich manchmal im Obergeschoss, wenn wir eine Porch an das Fenster anziehen, blende ich euch jetzt auch ein Beispiel dafür ein. Und dann durch die Porch wandern die Fenster natürlich sehr weit nach oben, weil das Dach anschließen muss am Haus. Dadurch muss das Fenster praktisch höher gehen. Und dann bin ich vielleicht an dieser Stelle hier mit der Wand und habe nur noch das Stückchen zum Rausgucken. Und wenn es dann höher wird, dann wird es unangenehm. Es ist, als ob ich in der Badewanne sitze, dann ist es nicht so schön. Also die besten Fensterbänke sind ungefähr bei einer Brüstungshöhe, das heißt Brüstungshöhe bedeutet vom Fußboden bis zur Oberkante, vom Fensterbrett, etwa bei 45, maximal 50. Das ist das Optimale und alles, was dann da was höher geht, muss man überlegen, was man macht. Dann könnte man auch die Bank etwas tiefer machen, dass es insgesamt etwas bequemer ist, wenn man nicht nur sitzen will, sondern auch darauf spielen, die Kinder spielen oder schlafen wollen. Aber von der Breite her, denke ich, ab 50 cm ist es super, hat man nicht so viel Platz und aber dafür ein Fenster, kann man es auch etwas schmaler machen, kann man es auch bei 40 machen und nutzt dann die letzten 10 cm, die hier noch ins Fenster gehen. Also es sind so ein ganz paar Tricks, die man einfach
bei der Integration einer Fensterbank beachten sollte. Und wenn ihr nicht so einen Ärger habt und habt einen Schrank, dann müsst ihr darauf achten, dann könnt ihr nicht nur ein Billigregal mit 30 cm Tiefe machen, das ist für die Fensterbank zu wenig, dann müsst ihr etwas Tieferes machen. Hat dann wieder andere Folgen, ein Bücherregal sieht zum Beispiel nicht so toll aus, wenn es gar so tief ist, wenn es 50 cm oder selbst 60 cm tief ist, dann macht ein Bücherregal nicht mehr so viel Spaß, weil dahinter so viel Luft ist. Muss man wieder andere Dinge beachten, aber auch dafür gibt es Lösungen und ihr könnt alles bei uns im Shop kaufen und auch euch dort beraten lassen. So, und jetzt kommen wir zu dem schwierigen Thema der Matratzen, denn das sehe ich immer bei meinen Kunden, dass sie nicht so recht wissen, was sie da machen sollen. Und meistens werden natürlich einzelne Kissen hingelegt, weil man nicht eine Matratze so auf Maß bekommt. Oder wenn man eine bekommt, ist sie zu dünn, passt nicht von der Optik her. Deshalb jetzt einige Ausführungen, was ihr beachten solltet bei dem Kauf von Matratzen. Und vor allen Dingen, könnt ihr solche Matratzen auf Maß angefertigt, so wie ihr sie hier seht, jetzt bei uns im Shop erhalten. Ich erzähle euch aber erstmal vorab, auf was man alles achten muss. Also zum einen gibt es unterschiedliche Schaumstoffarten. Also man kann auch ganz verrückte Matratzen alles okay machen, aber ich sage euch mal jetzt eine ganz einfache Art. Es ist praktisch Schaumstoff, der eingewickelt ist mit einem Material, das es nicht bröseln kann, und der Schaumstoff hat verschiedene Qualitäten und dort müsst ihr einfach auf eine Qualität achten, die nicht so sehr hart ist, sondern der weich ist, sodass es beim Sitzen ein angenehmes Sitzgefühl macht und auch weich und bequem ist und dass man auch drauf schlafen kann. Damit man überhaupt drauf schlafen kann, vor allem Kinder auch drauf schlafen können, muss die Matratze eine gewisse Höhe haben und wir machen in der Regel immer 6 cm, minimal 5 cm, meistens 6 cm, weil natürlich die Fensterbänke, das hat was mit der Brüstungshöhe zu tun, das heißt, die Brüstungshöhe ist bei uns meistens etwa 50. Und wenn wir die Fensterbank auf 45 machen, dann geht ein 6 cm Kissen, kann man gut drunter packen, weil dann rutscht es auch nicht und bleibt so konstant bestehen. 5 cm gehen auch noch, aber ich finde 6 cm ist einfach besser. Natürlich, was machen die meisten? Die meisten nehmen diese Einzelkissen als zum Anfang, weil sie eben nichts anderes haben und weil es natürlich auf der Fensterbank ansonsten unbequem ist, wie will man sitzen. Auch Felle an sich alleine nehmen auch viele, eignet sich aber auch nicht so super, weil es einfach zu hart zum Sitzen ist. Also eine Matratze drunter, denke ich, ist das Allerbeste, was ihr machen könnt. Bei den Kissen habe ich das Problem, wenn ich da sitze, auch bei den Fellen habe ich das Problem, wenn ich da sitze, dass sie einfach wegrutschen. Man kann einfach nicht so bequem darauf sitzen. Das ist einfach kein Widerstand und selbst wenn man über eine längere Strecke ein Kissen nach dem anderen macht und klemmt das zwischen die beiden Wände ein, die stülpen sich hoch, weil sie nicht miteinander verbunden sind, das funktioniert nicht wirklich. Also eine richtige Matratze ist das einzig Wahre, was ihr, wo ihr die richtige Bequemlichkeit auf der Fensterbank haben könnt. Wir haben uns jetzt hier in unserem Shop für eine Farbe entschieden, die recht neutral ist, das heißt, sie passt in alle unsere Häuser hinein. Es ist etwas meliert, etwas geschippert meliert, sodass sie nicht so schmutzempfindlich ist. Und das ist auch der Grund, warum wir das so machen, denn ihr könnt sämtliche Art von Kissen nehmen und mit den Kissen dekorieren, so wie ihr es im Grunde genommen hier seht. Das ist von der Farbe her dann, egal wie der Raum eingerichtet ist, es passt zu allen und ihr könnt Farbakzente dann durch Kissen einfach herstellen. Und was wir natürlich auch gemacht haben, es gibt so, wenn man halt sitzt und sich das bequem macht, wir haben für alles so ein paar Feature, wie zum Beispiel hier, dass wir sagen, okay, da ist eine Tasche dran und in der Tasche, dann kann ich, wenn ich sitze hier, noch einen Stift einfügen und ich kann natürlich hier auch bequem meine Zeitung hineinmachen, habe das immer greifbar bei mir, kann hier ein Tablett mit Tee draufstellen und kann es mir hier richtig gemütlich machen. Auf was müsst ihr noch achten? Also, wir haben praktisch einen Stoff gewählt, der sehr einfach zu behandeln ist, der gut abzuziehen ist. Das heißt, wir haben immer, unsere Reißverschlüsse gehen immer in zwei Seiten auf. Das heißt, wenn ihr einen Reißverschluss hättet, der hier rundherum geht, oder besser gesagt, ich fange nochmal von vorne anders an, weil das Erste, was ist, wenn ihr natürlich
eine Sitz, also eine Matratze für den Windows-Seat kauft. Und diese Matratze ist fest, also gesteppt, und man kann sie nicht ändern. Dann müsst ihr irgendwann, wenn sie schmutzig ist, eine neue kaufen. Dann könnt ihr den Stoff nicht abziehen. Und wenn ihr den B zieht, sieht es auch nicht so gut aus. Das heißt, es sollte immer so gemacht werden, dass der Schaumstoff, den ihr nehmt, einfach abzuziehen ist. Und wenn ihr natürlich einen Reißverschluss nehmt, der von einer Seite zur anderen endlos geht, dann habt ihr einfach das Problem, dass es schwer zu beziehen und zu abzuziehen ist. Deswegen machen wir das immer, dass man das gleichzeitig zu zwei Seiten abziehen kann, so, und dann kann man das ganz bequem hier herausziehen. Und das beim Zumachen geht es genauso wieder ganz einfach. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Stress, dass ich hier das einarbeiten muss und überlegen muss, jetzt, wie ich das von beiden Seiten rumziehe, sondern es ist einfach praktisch, durch das es von zwei Seiten ganz simpel zu schließen ist. Und auch die Verschlüsse, die wir nehmen, sind so gemacht, dass sie ganz flach sind, sodass es auf den Möbeln, weil der Windows-Seat ist ja im Grunde genommen ein Möbelstück, und damit nirgends Kratzer oder Schramm rankommen, deswegen haben wir hier die beiden Verschlüsse ganz flach, ohne dass wir dort etwas runterhängen haben, verarbeitet, sodass dort kein Schaden entstehen kann. Und den Stoff, den wir dazu benutzen, der ist natürlich total robust. Einfach abziehen, in die Waschmaschine, trocknen, wieder aufziehen, kein Bügeln, nur glatt streichen und danach sofort wieder euren Windows-Seat benutzen. Solch eine Fensterbank, die man Windows-Seat nennt, das findet ihr alles bei uns im Shop. Sowohl auch, wenn ihr keinen Erker besitzt, rechts und links, die Bücherregale oder andere Schränke maßangefertigt, bekommt ihr auch alles bei uns im Shop. Und natürlich auch die Matratzen, auch auf Maß angefertigt, genau für die Größe, die ihr benutzt. Ihr könnt auch diese Matratzen gerne in die Bänke, die wir in den Flur stellen, also zum Anziehen, dass man ein bisschen sitzen kann, wenn man sich die Schuhe anzieht, könnt ihr die genauso benutzen oder was ihr auch immer für Ideen habt. All das bekommt ihr jedenfalls bei uns im Shop, und den Link zum Shop findet ihr hier unten in der Nähe des Videos. Und nun danke ich euch, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid, und natürlich freue ich mich über eure Fragen und eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Und in jedem Falle schaut die nächsten zwei von mir für euch empfohlenen Videos an. Dort bekommt ihr noch viel mehr Ideen und erfahrt viel Wissenswertes über Greenville-Häuser. Und in jedem Falle vergesst nicht, jetzt hier diesen Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir brandneue Videos herausbringen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, dann wird es anderen Zuschauern empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.